Die Nachrichten poppten ein. Damals noch zu ICQ-Zeiten. Du Schlampe, wie kannst du sowas machen? Ich sah mein Anzeigebild, meinen nackten Oberkörper bei einer anderen Schulkollegin im Anzeigebild. In 15 Jahren ist mir, glaube ich, der Albtraum passiert, der vielen Frauen, vielen Mädchen auf dieser Welt passiert. Mein Bild wurde missbraucht. Es wurde weitergeschickt an all meine Klassenkollegen. Und ich hab mich schlecht gefühlt dabei. Der Auslöser jetzt dafür ist das Video von Joko und Klaas, das ja momentan viral im Netz basiert. Als ich es angeschaut habe, musste ich fast anfangen zu weinen, weil ich glaube, jede Frau von uns hat schon mal auf irgendeine Art und Weise sexuelle Diskriminierung erlebt. Sei es ein Anhupen, ein von der Seite angucken von einem Mann, ein Kommentar. Und für mich zählt das auch schon mit dazu. Und erst gestern wieder stand ich an der Ampel und wurde angehupt aus einem Bus von zwei Männern. Und ich hatte Wanderschuhe an, eine Regenjacke und war nicht sexuell. Ich hatte keinen Minirock an, keinen Ausschnitt. Ich war einfach nur ganz normal angezogen. Als ich 20 war, war ich mit meiner damaligen Skischwester im Bus unterwegs und wir haben in so einem Viererbus gesessen und gegenüber von uns hat der Mann seinen Penis rausgeholt aus seinem Hosenstall. Wir sind aufgestanden und gegangen. Ich habe ihn noch angeguckt und gesagt, was soll das? Er hat nicht aufgehört. Man weiß nicht, ob eine Krankheit war, was es war. Keine Ahnung. Ich war damals in England zum Sprachkurs. Auch da. Ich glaube, das ist dann einfach auch länderübergreifend dann leider Männer angehupt, Männer angemacht, weil ich einen Rock anhatte. Und ich möchte auch euch hier bei mir, die Menschen meiner Community hier, den Mut geben, rauszugehen. Ich selbst habe meine Geschichte geteilt, die ich mit 15 erlebt habe, habe das auch auf meinem Blog veröffentlicht. Weil ich lange Zeit habe ich mich schlecht gefühlt dafür, dass ich diesem Jungen das Bild geschickt habe, weil im Prinzip ich bin ja selbst dran schuld und habe mich selbst dafür verantwortlich gefühlt, dass mir das dass mir das passiert ist. Und es ist aber einfach nicht so, weil dieser Junge hätte es nicht machen dürfen. Ja, es geht hinüber bis Situation im Club, dass mich ein Mann an der Schulter festgehalten hat. Ich so, du, nee, lass mal. Und er sagt, du Schlampe. Bis hin zu Nachrichten auf Facebook, ob ich mich als was Besseres empfinde, weil ich nicht zurückschreibe. Und auch da, hallo, wie geht's, wieso antwortest du mir nicht, bin ich dir nicht gut genug? Einfach weil ich sage, okay, ich möchte mich da abgrenzen und der respektiert das einfach nicht. Als ich in Neuseeland war, hatte ich dann noch eine furchtbare Erfahrung eigentlich. Ich habe da auf einer Dairy Farm gearbeitet, hatte meistens Leggings zum Arbeiten, weil es einfach am bequemsten ist, ein Top, es war warm. Und dann wurde ich mal zu dem Farmer ins Haus gerufen, zum Gespräch und da wurde mir gesagt, man könnte nicht mit mir über den Hof laufen, weil sonst alle anderen denken würden, er würde mich ficken. Das heißt, ihm wurde quasi unterstellt, ich würde mich zu sexy anziehen, deswegen könnte er mit mir nicht auf der Farm rumlaufen. Ihm wurde gesagt, ich bin zu naiv, zu nett, ich darf nicht so nett zu anderen Männern sein, sonst können die das falsch interpretieren, änder dich bitte. Ich bin so dankbar dafür, dass das so in die Öffentlichkeit kommt, weil ich glaube, es geht ganz, 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 ganz vielen Frauen so, dass sie so sexuelle Übergriffe im normalen Alltag überleben, es eigentlich gar nicht so wahrnehmen, weil man sich halt denkt als Frau, naja, ist halt so als Frau. Dass die Sensibilität dafür einfach geschärft werden muss. Und ja, deswegen danke, danke, danke an das Video von Joko und Klaas, an die, die mitgemacht haben. Und ich verlinke euch dann auch nochmal die Adresse, wo, wenn ihr selber Probleme jetzt habt, mir geht es mittlerweile gut. Ich spreche sowas direkt an. Ich würde es auch melden, wenn mir noch was passieren würde. Und ich empfehle wirklich jedem, dagegen vorzugehen und das nicht unter den Teppich zu schieben, sondern wirklich zu sagen, es ist nicht okay, hier ist meine Grenze. Und nicht weiter. Und ja, ich hoffe, dass da wirklich einfach mal die Gesellschaft aufwächst, zusammenwächst. Und ja, wie gesagt, ich möchte das. Und ich würde mir wünschen, dass jede Frau rausgehen kann und sagen kann, ey, es war nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und dass ja,
Ich finde es auch so absurd, dass in der Befragung dann gefragt wird, was hattest du an? Nach dem Motto, naja, genau, du hattest einen Rock an, selbst dran schuld. Ja, danke, danke, danke. Und ganz viel Kraft und Liebe an die wundervollen Frauen da draußen. Ihr seid alle wunderbar und schön, so wie ihr seid. Und ich möchte es auch nicht verallgemeinern. Es gibt auch viele Männer, auch mein Ex-Freund inkludiere ich damit, der wundervoll war, der mich respektiert hat, der liebevoll war. Aber es gibt nun mal doch ziemlich viele, die leider nicht so sind. Also wie gesagt, ich möchte keine über den Kamm scheren. Es gibt immer das und das in der Mitte. Es gibt Verschiedenes, aber es gibt nun mal doch so, dass ich auch die Erfahrung machen musste. Und ich halt eben auch weiß, dass es auch eben so ist da draußen. Und auch wenn das jetzt mit Corona und so ist, dass das trotzdem ja nicht ignoriert werden sollte. Ja, danke für diese Möglichkeit hier, dass ich das auch teilen kann mit euch. Ich hoffe, dass ich jetzt verurteilt werde oder dass das angenommen wird von euch. Ja. Tschüss.